Hallöchen Freunde der Exotic wieder hier. Heute mit einem neuen Game Tutorial, wo ich euch zeigen werde, wie man so ein Biohazard, wie es hier zu sehen ist, selber erstellen kann. Das habe ich vorhin mal selber gemacht, um halt mal ein paar Kniffe und Tricks auszuprobieren. Und es halt möglichst 3D-nah aussehen zu lassen. So würde das jetzt ohne schwarzen Hintergrund aussehen und ich werde euch jetzt beibringen bzw. zeigen, wie man sowas jetzt relativ einfach selber machen kann. Es ist gar nicht mal so schwer und ja, wir fangen am besten mal gleich an. Als erstes fangen wir natürlich damit an, dass wir ein neues Bild machen. Die Maße sind euch überlassen, ich nehme meistens Full HD. So, dann haben wir hier schon mal unseren schwarzen Hintergrund oder weißen Hintergrund, je nachdem, was ihr für eine Vordergrund- und Hintergrundfarbe eingestellt habt. Hier. So. Und dann machen wir eine neue Ebene, die nennen wir Kreise. Jetzt machen wir erstmal die Hintergrundebene weg. Wunderbar. So. Und jetzt machen wir uns erstmal noch ein paar Hilfslinien. Die machen wir hier auf Bild, dann auf Hilfslinien, dann neue Hilfslinie im Prozent. So, dann machen wir jetzt vertikal 50% und dann nochmal das Ganze horizontal. Und das ist jetzt relativ wichtig, denn wir brauchen erstmal Kreise und so, müssen die in der Mitte auswuchten, sage ich mal. Und jetzt halt gucken, sind die auch wirklich rund. Der hier ist ein bisschen noch leicht oval. Zack. Sollte eigentlich passig sein. So, diesen Kreis ziehen wir jetzt nach hier unten. Ungefähr so. Und füllen den mit der Farbe schwarz. Jetzt gehen wir wieder zum Kreis. Werkzeug, zu diesem Ellipse-Auswahl-Werkzeug, klicken nochmal hier in diese Markierung rein und die Markierung wird wieder so auf hier oben, sage ich mal. Man sieht sie halt wieder und kann sie verschieben. Und das machen wir jetzt, das Verschieben war so. So, jetzt kann ich es erklären. Also man sieht hier, diese äußerste Randmarkierung trifft hier auf den Rand des Kreises und hier unten ebenfalls ist diese Markierung hier unten am Rand des Kreises. Und jetzt müssen wir natürlich noch diesen Überkreuzungsschnittpunkt noch so verschieben, dass der hier ist. Sobald er da ist, ist alles wunderbar. Und dann wäre das ungefähr so und dann wäre es perfekt. Jetzt können wir auch diese Ebene mit Schwarz füllen. Und damit die auch ordentlich gefüllt ist, nehmen wir nochmal den Pinsel und zeichnen hier lang und fertig. Jetzt gehen wir wieder zum Kreiswerkzeug, klicken einmal hier rein und ziehen es nach oben. Jetzt ist es ein bisschen nach Augenmaß, wie der am besten ist. Hauptsache der ist mittig. Jetzt gucken wir mal. So, sollte das hinhauen. Sollte, könnte eventuell. Jo. Gut, nehmen wir wieder den Pinsel und füllen auch hier die letzten Ecken. Jetzt können wir die Auswahl wieder aufheben. Und jetzt haben wir schon mal unser Grundgerüst. Jetzt nehmen wir wieder das Kreiswerkzeug und machen einen neuen Kreis. Den machen wir ein bisschen kleiner. Und jetzt drücken wir hier auf Entfernen. Auf den obersten ist es natürlich noch relativ einfach. Man muss sich nur merken, Mitte und
knapp am Rand rüber. Und das machen wir jetzt hier natürlich auch. Knapp am Rand drüber und so ziemlich in der Mitte. Das sollte hinhauen fast. So, zack. Und entfernen. Einfach auf die Entferntaste drücken und fertig. Und dasselbe macht man nochmal hier. Nächstes Mal stelle ich mich auf beschäftigt. So. Zack. Man könnte die Kreise jetzt natürlich noch ein bisschen kleiner machen, so wie ich das bei den anderen gemacht habe, da habe ich die auch so klein gehabt. Man kann sie aber auch größer machen. So, ich lasse sie diesmal ein bisschen größer. Jetzt kümmern wir uns um den Kreis hier in der Mitte. Der ist auch ein bisschen, ja, nicht schwierig, aber... Ja, so, das war... Also ich weiß nicht, ob ihr jetzt hinterhergekommen seid, also, ne? Schwierig, oder? Gut. Jetzt kümmern wir uns noch um diesen Kreisring, der hier einmal durchläuft. Machen wir wieder einen größeren Kreis. Und eine neue Ebene. Die füllen wir wieder mit Schwarz. Dann gehen wir auf Auswahl verkleinern. Auf 30. Drücken auf Entfernen. Gehen hier auf die Kreiseebene. Und sagen Auswahl auf aus Alpha-Kanal. Wunderbar. So, jetzt wieder Auswahl vergrößern. Um 20. Gehen wieder auf die andere Ebene, die wir eigentlich Ring nennen müssten. So. Und drücken hier wieder auf Entfernen. Jetzt haben wir diesen äußeren Ring. Und jetzt machen wir noch diese Lücken rein. Die machen wir mit dem Lasso-Werkzeug. Man könnte es auch hier mit machen. Und zwar ungefähr so. Oh, ein bisschen breiter. So, zack. Und müssen natürlich auch auf die Kreisebene und dann entfernen drücken. Dann gucken wir mal, ob wir das 45 Grad gedreht kriegen. Wunderbar.